Nur da diese Genies endlich weg sind, will Herrin Jade angeblich das Zelt wieder öffnen. Huhu, ich bin der Erste in der Schlange. Ein Vergnügen, eine so soziale Person wie Sie zu treffen. Ja, puh, es war auch schon an der Zeit, dass dieser Idiot endlich geht. Ich habe solche Kopfschmerzen von seinem Geschwätz bekommen, dass ich nur noch schlafen gehen wollte. Ich glaube, ich habe mir eine Pause verdient. Erzählt mir mehr davon. So, jetzt zu euch. Wer seid ihr? Ihr schaut komisch aus. Mama sagt, ihr gehört nicht zu den Robben. Aha. Ich kann es gar nicht erwarten, hier wegzukommen, Fremder. Ich bin der Ansicht, dass das Leben als Rom langweilig ist. Ihr wisst gar nichts, Junge. Werdet es bereuen, unser Volk zu verlassen. Genau wie wir es über den Verlust eines so starken Burschen wie euch traurig sein werden. Ich weiß, dass ihr das immer und immer wieder sagt, Papa, aber ich muss es selbst herausfinden. Eine ganze Welt wartet da draußen auf mich, von der ich noch nichts gesehen habe. Wenn ihr meint, das Leben da draußen sei so wundervoll, Junge, dann solltet ihr besser gehen. So, jetzt, ich denke nicht, dass das wundervoll ist, Papa, ich, oh, auch egal. Habt ihr viele wunderbare Dinge bei euren Reisen gesehen, Fremder? Ich habe gehört, dass Arcata so riesig ist, dass dort 1 Million Leute Platz hätten. Und die Straßen sind dort mit Goldmünzen übersät, die die Adligen einfach wegwerfen. Seid nicht einmal, mein Sohn. Arcata ist ein dunkler und dreckiger Ort, an dem die Robben nicht willkommen sind. Ihr werdet sicherlich enttäuscht. Aber wie könnt ihr das wissen, Mama, wenn ihr noch nie dort gewesen seid? Sprecht nicht in dem Turm mit eurer Mutter. Aber ich habe nie mit ihr gesprochen, als ob ich wollte nur... Nein, genug, Gidek. Ich weiß das, weil ich es eben weiß, mein Sohn. Eines Tages werdet ihr alt genug sein, um dorthin zu gehen, wenn ihr es wünscht. Aber ihr werdet lediglich feststellen, dass ich die Wahrheit sage. Nur, Freunde, was sagt ihr dazu? Ist die Stadt des Geldes wirklich so übel, wie meine Mutter sagt? Ja, das ist sie. Ihr werdet gut beraten, euch von dort fernzuhalten. Es ist ein schwieriger und dreckiger Ort, Rinchik. Aber es ist gar kein so fürchterlicher Ort, um dort zu leben, wenn man sich einmal dafür entschieden hat. Nein, sie ist überhaupt nicht so schlimm. Ich selbst bevorzuge Großstädte. Ich glaube nicht, dass es mir zusteht, mich in diesen Streit einzumischen. Ja, sie ist eigentlich ziemlich schlimm. Also, Adkatla ist eine der schlimmeren Städte an der Schwertküste. Zumindest nicht so schlimm wie Lustkarn. Hust, hust. Aber auf jeden Fall ist sie schlimmer als Baldur's Tor oder Nierwinter. Oh, ich hätte gedacht, sie wäre wundervoll. Seid ihr so niedergeschlagen, mein Sohn? Es wäre nicht richtig, euch falsche Ideale in den Kopf zu setzen. Bei Zeiten werdet ihr lernen, dass alles in dieser Welt seinen Platz hat. Ich denke, ihr habt recht, Mama. Ich muss kurz an die frische Luft. Keine Sorge, ich gehe nicht in die Stadt und ich bin auch nicht lange weg. Natürlich, mein Sohn, seid sicher, vergesst nicht, dass ihr noch viele Jahre vor euch habt und all die Dinge zu tun, die ihr tun möchtet. Und dann werdet ihr auch die Weisheit haben, mit ihnen umgehen zu können. So, der ist mal weg. Einen wunderschönen Tag, Freund. Die Angriffe der Retiere haben aufgehört und die Leute haben mit ihren Schuldzuweisungen aufgehört. Vorher sind wir Roms sicher. Wir danken euch dafür, gute Frau. Sag mir gegrüßt, ein freundliches Hallo an euch, gute Frau. Queroslava heißt euch in unserem Lager willkommen, wie jeder anderen auch. Ich kann eure Zukunft nicht erhöhen. Ihr alle habt ein mächtiges Schicksal vor euch, alles, das meine Vision behindert und mich ängstigt. Ich wünsche euch viel Glück, gute Frau. Ach so, das war die Hust-Hust-Zigeuner. Da gibt's ja noch die... Ruhe wäre angebracht. Wir bringen uns ja noch selbst in Gefahr. Da gibt's noch die beiden Zelte hier. Ich muss bald rasten. Hi, habt ihr neues Zeug? Ihr werdet in ganz Am garantiert keine besseren Preise finden. Wirklich. Ihr seid der wahre Held. Die Straßen sind wieder sicher und jetzt kann Raffael dafür sorgen, dass die Geschäfte in Heidelberg wieder prächtige Waren anbieten können. Die Händlergilde hat mich dann gut dafür bezahlt, dass ich mich erneut auf die Handelsstraße wage. Seid mir gegrüßt, werter Kunde. Die Götter mögen euch wohlgesonnen sein. Im Namen meines Mannes und mir möchte ich euch für alles danken, dass ihr... getan habt. Unsere Karawanen lohnen sich jetzt wieder. Wo wir auch hinziehen, werden wir von euren guten Taten berichten, gute Frau. Ah, ist sehr schön. Dann haben wir noch das Zelt hier. Hier sollten eigentlich noch Händler drin sein. Was
immer ihr werdet in ganz Am garantiert keine besseren Preise finden. Wirklich. Gute Neuigkeiten, Freunde. Man ist, wie ich gehört habe, mit den Gs fertig geworden und wir waren in der Lage, neue Vorräte zu verladen. Wenn ihr einen Blick auf meinen Wagen werfen wollt, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt dafür, bevor ich nämlich in die Stadt gehe. Sicher, was habt ihr? Ja, es ist wunderbar, dass die Karawane wieder in ihrem Geschäft nachgehen kann. Kommt, kauft, was immer ihr wollt und verkauft bei Vauken. Ja, verkauft in ihm alles, was ihr habt. Nein, meine Unterhose kriegt ihr nicht. Nein, Stabspeer plus 2 ist nicht so besonders. Kugeln. Eine Geschossheitskette ist natürlich ist eigentlich immer wieder interessant, aber Heißketten haben wir ja schon alle. Feuerballstab, ein paar Zauber, geheimes Wort, verzauberte Waffe. Diese Zauber beschwören eine magische Waffe plus 3, die von jeder Gruppe eingesetzt werden kann. Dabei handelt es sich entweder um einen Streitkolben, eine Axt, eine Lange oder ein Kurzschwert. Die Waffe verschwindet nach einem Tag. Wäre ein Grad 4 Zauber. Untote festhalten. Hast leider nichts Besonderes dabei. Was ist mit dir? Kalisiten, Tetira, Tiefwasserer. Irgendwann kommen sie alle nach Am. Wir werden die Stadt jetzt weiter versorgen. Zumindest bis das Sizilianische Reich kommt und die ganze Region angreift. Aber zumindest besteht eine Chance. Ich warte. Okay, du hast nichts. Gut. Natürlich. Nächste Station. Schaltet das Ding ein. Warum ist das ausgeschalten? Ist Tieres Haus. Dann geht's in die Schenke. Da haben wir uns ja auch noch nicht richtig umgesehen. Da haben wir nur einmal gerastet. Und dann können wir ja mit einen der beiden Leuten hier reden. Vorher natürlich ein Quicksave machen. Wir können ja mit beiden versuchen zu reden. Der Geist ist ja, willig, mein ist, Freund. Was ihr wollt. Aber dieser alte, zerschundene. Okay, Körper, wo ist Tiris? Nach einer Pause. Danke, meine Fürstin. Danke, Fieber. Sie habt die Liebe meines Sohnes gerettet und ihn so glücklich gemacht. Reiser ist zurückgekommen und sie beide sind sofort aufgebrochen, um zu heiraten. Reiser ist zurückgekommen und sie war hoch erfreut. Sie hat uns alles geschildert, was passiert ist. Ihr seid einfach wunderbar, meine Fürstin. Ihr habt sie gerettet. Das war einfach heldenhaft. Und jetzt werden sie heiraten. Welch wunderbare Neuigkeit. Danke nochmals, meine Fürstin. Ich kann meine Dankbarkeit kaum ausdrücken für all das, was ihr getan habt. Ich bin nicht beunruhigt. Ich bin sicher, dass diese Rückschläge vorübergehender Natur sind. Ja, wir können nicht höher als 20 kommen mit dem Ruf, haben ihn aber nochmal um 1 verbessert. Was sehr toll ist. Keine große Herausforderung. Wisst ihr, ich könnte jetzt wirklich ein wenig Ruhe vertragen. Wir haben halt mit Yoshimo und Yahira zwei neutrale Charaktere, die halt sich ein bisschen. Ich hätte nie gedacht, dass wir so großartige Taten vollbringen würden. Die sich halt ein bisschen über unseren Ruf beschweren. So. Sagt, was ihr von mir wollt. Lasst mich zufrieden, Ali Bakab. Schau, ich werde mich nicht von euren dreckigen Händen anfassen lassen. Überschätzt euch nicht, Schwein aus Luraxol. Wenn ich euch berühren würde, dann nur um euch an die frische Luft zu setzen. Sprecht nicht so mit mir, ich diene der ersten Adelsfamilienhandelstreff. Die Leute aus Luxor sind nichts als Primitive. Ich lache über eure Unwissenheit nach. Lacht mich aus, was? Ich zeige euch, wer der Bürger ist, Ali Bakar. Wo? Ja. Mal sehen, wie euch kalter Stahl gefällt. Mal sehen, wie euch kalter Stahl gefällt. Ich stimme dem bisher eingeschlagenen Weg von ganzem Herzen zu. Das Gute wurde aufrechterhalten. Der Narr, er hätte nicht so dumm sein dürfen, sich mit jemandem Besseren aus Ali Bakar anzureden. Ich spucke auf seinen nutzlosen Körper.
Ja. Berührt mich bloß nicht. Sprecht und dann verschwindet. Seufzt, das musste ja passieren. Jetzt, wo die Dinge gerade wieder ihren normalen Lauf nehmen, beginnt die Fehde von vorne. Diese beiden Familien machen nicht als Schwierigkeiten in dieser Stadt. Es wundert mich, dass Fürst Logan nicht ihren Tod befiehlt. Auf jeden Fall verdienen sie den Tod, wenn sie so weitermachen. Hört mir alle zu, in dieser Gegend wird es keine weiteren Unruhen geben oder jeder Beteiligte wird arrestiert. Ihr wisst alle, wie die Luxarola und die Alibacara sein können, oder? Mischt euch nicht ein, ich warne euch. Fürst Logan wird über diesen Zwischenfall sofort unterrichtet. Beruhigt euch und kümmert euch wieder um eure Angelegenheiten. Okay. Was möchtet ihr? Was haben Sie hier zu sagen jetzt? Ich mag Leute wie euch eigentlich nicht, aber guten Tag trotzdem. Ich hoffe, das ist kein Omen für das, was auf uns zukommt. Wir müssen darauf achten, das Gleichgewicht in allen Dingen zu wahren. Ach, sei ruhig, Yahira. Oh, seid gegrüßt, Fräulein. Wenn ich es richtig verstehe, dann seid ihr und eure Begleitung so etwas wie Helden, stimmt das? Das ist wohl alles sehr interessant. Ja, gut. Du bist nur ein Gast. Du bist auch nur ein Gast. Du bist ein betrunkener Gast. Einen herrlichen Tag wünsche ich euch. Ja, du hast nichts Neues zu erzählen. Was ist mit dir? Wollt ihr nicht Platz nehmen und mir ein wenig zuhören? Ich bin nur eine arme Bardin und deswegen wäre ich euch wahrlich nicht böse, wenn ihr ein paar Münzen übrig hättet, um eure Anerkennung zu demonstrieren. Ja, Barden sind immer arm. Mhm. Gib uns mal ein Zimmer. Ratten gab hier noch nie, darauf könnt ihr euch aber verlassen. Ja, wenn das nicht die Helden sind, die Stadt gerettet haben. Ihr habt es gut getroffen, meine Fürstin. Kommt da rein und nehmt Platz. Ihr seid herzlich willkommen in Beatrice Gasthaus. Was kann ich für euch tun? Was könnt ihr mir über die Fehde zwischen den Laraxols und den Alibacars erzählen? Ah, beide Familien bestehen nur aus Narren, reichen Narren. Niemand außer ihnen kümmert es, wer nun der wirkliche Gründer war. Und wenn Fürst Logan recht haben sollte, stammen sie sowieso beide von der gleichen Familie ab. Aber sie werden das nie glauben. Die Familienmitglieder und die Wächter bekämpfen sich seit vielen Jahren. Und manchmal eskaliert es sogar in offene Gewalt. Eines Tages werden sie es zu weit treiben. Gut, ich würde jetzt gerne mal schlafen. Natürlich alles für die Helden von Handelstreff. So, einmal Edelmann rasten. So, Harry, identifizier mal das Ding. Schild der Harmonie. Der Träger ist gegen Bezauber, Verwirrung, Beherrschung und Besumm festhalten. Immun. Minus 3 auf die Rüstungsklasse. Hm. Das ist halt ein richtiges Bollwerksschild und alle anderen können eh nichts Einhändiges tragen. Sie könnte Streitkolben tragen, da könnten wir ihr ein Schild geben. Ja, vor allem Ding, es ist ein leichtes Schild. Wo ist es denn jetzt gelandet? Dann hätte sie mal minus 4. Könnte aber das Ding nicht mehr tragen. Könnte sie aber zum Beispiel den da tragen. Ich könnte ihr die Keule in die Hand geben. Aber kann sie mit Keulen umgehen? Nö, eigentlich nicht. Die bräuchte schon einen Streitkolben. Und einen Streitkolben haben wir gerade nicht zur Hand, leider. Das sind zwei Krummsäbel. Also, was machen wir es mal so? Ja. Weil das Ding
zählt als Kampfstab. Und mit Kampfstäben hat sie es ja eigentlich auch. Mhm. Ich war. Erzählt mir mehr davon. Ja, so ist es eigentlich auch ganz gut. Jetzt hat Eri eine richtig hohe Rüstungsklasse eigentlich. Wenn man sich so ansieht, ist sie mit den anderen oben auf. Nur er hier, also Yoshimo, hat ein bisschen weniger. Ja, keine große Herausforderung. So. Nun gut. Es ist Nacht und dunkel. Das heißt, es wird Zeit für einen Quicksave.